Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir hatten gerade unsere Gebetsnacht und eine Riesenfreude, was Gott alles getan hat. Menschen haben uns gleich danach geschrieben, wie Gott ihr Leben verändert hat. Und eine Frau schreibt zum Beispiel, ein großes, lebensrettendes, reichhaltiges Heilungspaket durfte ich gestern nach Hause nehmen. Was für eine Freude. Ja, Hoffnung um 12. Wir wollen dir heute wieder Hoffnung machen. Und wie Isolde sagte, gerade ist die Gebetsnacht rum und wir hatten das Thema neue Zeit, neue Kraft. Da möchte ich ein paar Dinge sagen. Wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne schreiben auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, neue Zeit, neue Kraft. Wir leben wirklich in einer interessanten Zeit, um es gelinde zu sagen, mit vielen Herausforderungen, vielem Neuem. Aber was nicht neu ist, der Teufel, es ist noch der Alte. Aber was auch nicht neu ist, der Sieg, es ist auch noch der Alte. Und der Sieg war über den Teufel, der Jesus, das ist den Sieg, den Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir haben andere Herausforderungen in diesen Tagen, aber welche Perspektive haben wir? Wie blicken wir, mit welcher Perspektive blicken wir auf unsere Situation, Probleme, auf die neuen Situationen mit dem, ach nee, hatte ich nie gedacht, geht ja gar nicht und das schaffe ich überhaupt nicht, oder blicke ich von der himmlischen Perspektive? Ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber Gott, du hast eine Lösung. Ich vertraue dir. Zeige du mir den Weg. Auch dort, wo Menschen, die dich nicht kennen, keine Wege haben, zeige du mir den Weg. Du kannst das gleiche Problem in zwei Perspektiven sehen. Schau auf oder schau mit der himmlischen Perspektive und ich sag dir, es liegt alles für dich bereit. Der Sieg ist nicht kleiner geworden, es ist alles noch da. Finde es heraus, finde es und nutze es und lebe in dieser Zeit in einer neuen Kraft. Danke, Herr, dass wir in der neuen Kraft leben dürfen. Herr, es ist was Neues, wo wir nirgends lesen können und Bücher stöbern können, sondern wir dürfen hören, wir müssen hören, wenn wir wirklich sehen, Herr, wie du und was du mit uns vorhast. Ich danke dir dafür, Herr, dass so viele Gewohnheiten nicht mehr da sind, aber du trotzdem eine Lösung hast. Ich danke dir dafür, dass wir deine Stimme hören dürfen und Herr, daraus kommt deine Weisheit. Amen. Amen. Und viele Gebetserhörungen haben uns erreicht. Aber zuerst möchten wir beten für Anliegen, die hereingekommen sind, die uns erreicht haben. Und ein Gebetsanliegen ist wegen Schlafprobleme. Liebe Isolde, lieber Daniel, ich habe große Probleme mit dem Schlafen. Manchmal verfolgt mich die ganze Nacht Angst, obwohl ich Tabletten nehme. Bitte betet für mich. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die so an Schlaflosigkeit leidet. Und ich danke dir, dass deine Ruhe und dein Frieden in ihr Herz hineinkommt, in ihre Gedanken hineinkommt. Danke, Jesus, dass du diese Gedanken ordnest und dass da wirklich Ruhe hineinkommt. Danke, Jesus, du bist der Herr über dieser Person. Und ich danke dir, dass auch jegliche Angst verschwindet. Wir binden jede Angst im Namen Jesus und werfen sie hinaus aus ihrem Leben. Und ich danke dir, dass sie wirklich einen wunderbaren, friedlichen und ruhigen Schlaf hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt ihr Gebetsanliegen in freudiger Erwartung. Liebes Missionswerk-Team, als erstes möchte ich mich für eure Gebetsunterstützung bedanken. Ich habe mich schon öfter an euch gewandt und erfahren, dass unser Heiland große Wunder vollbringt. Nun bitte ich um Gebet. Mein rechtes Bein wird immer dicker und kein Arzt weiß warum. Doch ich bin der Überzeugung, dass unser himmlischer Vater auch dieses Problem lösen kann. Vielen herzlichen Dank für eure Gebetsunterstützung in freudiger Erwartung. Und das ist wunderbar, wenn man das erwartet, was Jesus in unserem Leben tun kann.
Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst mit diesen dicken Beinen und wo kein Arzt weiß, wo es herkommt. Aber du kennst die Ursache und ich danke dir, dass dein Heilungsstrom durch dieses Bein fließt und dass es wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung kommt, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du da wirklich Heilung schenkst. Danke, Jesus, von Kopf bis Fuß. Und wir vertrauen dir, Jesus. Und so wie es auch diese Person tut, dir vertrauen, dass du eingreifst. So wollen wir sie unterstützen und dir vertrauen und glauben, dass es geschieht. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und eine Frau schreibt per E-Mail: Liebes Gebetsteam, ich brauche Gebet. Mein Mann muss Insolvenz anmelden und steht kurz vor der Rente und hinterlässt eine Menge Schulden. Unser Haus ist auch noch nicht abbezahlt. Wie sollen wir das schaffen? Vielen lieben Dank für euer Gebet. Ja, da gibt es keine menschliche Lösung. Wir beten um eine göttliche Lösung, um Weisheit. Danke, Herr. Du siehst jetzt, Herr, diese Situation und danke, Herr, bringe du Lösungsideen hinein. Herr, dort, wo es keine gibt, hast du immer noch eine Lösung. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, dass du Wunder tust, Herr, auch in dieser Situation, Herr, dass Mittel da sind, Herr, dass auch ein schöner Ruhestand genossen werden kann und nicht irgendwo in Armut gelebt werden kann. Herr, ich danke dir dafür, dass du Großes tust und dass du eingreifst. Amen. Amen. Und eine Mutter bittet für ihren Sohn um Gebet. Ich bitte um Gebet für unseren Sohn. Seit letztem Schuljahr wird er massiv in der Klasse von Schulkameraden gemobbt. Er wird beschimpft, geschlagen und bloßgestellt. Bitte betet mit uns um Gottes Eingreifen, dass es endlich aufhört. Danke. Ja, danke. Oh Herr, danke Herr. Schenke du auch da wunderbar auch ein Gefühl hinein, Herr, dass du stärker bist denn alle, die mobben. Und dass du der Herr bist in diesem Menschen. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du Wunder tust. Herr, ich danke dir dafür, dass die Stärke sich ausdrückt, Herr, dass das ganze Mobben vorbei ist. Und Herr, dass nicht man sich zurückziehen muss, sondern vorwärts gehen darf und auch in Konfrontation gehen darf. Herr, ich danke dir dafür, dass dieses Mobbing ein Ende hat. Amen. Amen. Und Gott greift ein in so viele Situationen und Menschenleben. Und da habe ich euch einige mitgebracht. Familienversöhnung. Manchmal braucht es nur den ersten Schritt. Und da schreibt uns jemand: Ich bat euch um Gebetshilfe, da mein Sohn vor 14 Jahren den Kontakt zu mir abgebrochen hatte. Seine Söhne und seine Frau sah ich nie mehr, obwohl sie in der Nähe wohnen. Immer wieder versuchte ich, Frieden zu finden. Jetzt sagte der Herr zu mir: Geh. Ich ging hin und wurde herzlich empfangen. Es war eine friedliche Atmosphäre im Haus. Halleluja. Ja, und manchmal braucht es wirklich nur den ersten Schritt. Von Inkontinenz befreit, schreibt diese Frau: Seit Jahren habe ich mich immer wieder an euch gewandt, um für mein Anliegen zu beten. Es war Inkontinenz, Rollstuhl und Doppelsehen. Ich glaubte immer, dass wir für alles beten dürfen, und Gott antwortete zu seiner Stunde. Dies hat sich jetzt wunderbar erfüllt. Das Gebet, dass ich von der Inkontinenz befreit werde, hat sich jetzt erfüllt. Seit 2 Monaten bin ich tagsüber trocken und ich kann alleine zur Toilette gehen. Ich bin überglücklich. Wie schön, was Gott tut. Und noch ein drittes: Zum Erstaunen des Arztes war das schiefe Becken gerade. Und da schreibt uns jemand: Anfang diesen Jahres konnte ich immer schlechter laufen. Ich hatte ständig Schmerzen und vor Ostern konnte ich nicht mehr ohne Stöcke laufen. Der Osteopath stellte fest, dass das ganze linke Becken nach vorne geschoben und dadurch das linke Bein 1,5 Zentimeter länger war. Ich hatte keinen Unfall oder Ähnliches. Die Ursache müsse etwas Psychisches sein.
Ich unternahm einiges selbst und Gott zeigte mir auch einige Dinge, die ich bereinigte. Außerdem hatte ich euch in der Karfreitag-Gebetsnacht um Gebet gebeten. Ab Ostersamstag ging es mir zunehmend besser. Am Ostersonntag vergaß ich beim Spaziergang meine Stöcke und bemerkte es erst bei der Rückkehr. Ich war schmerzfrei und konnte wieder gerade laufen. Bei einem Folgetermin beim Osteopathen stellte dieser mit Erstaunen fest, dass das Becken wieder vollkommen richtig stand und auch die Beinlänge sich normalisiert hatte. Ich danke euch sehr für eure Gebete und lobe Gott für die empfangene Heilung. Mein Becken ist gerade geblieben seitdem. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte und ein Wunder Gottes, was man da erleben darf? Hast auch du so etwas Wunderbares erlebt, eine Gebetserhörung oder wo wir für dich beten dürfen? Lass es uns wissen, wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, neue Zeit, neue Kraft. Ich möchte dich daran erinnern, du hast zwei Möglichkeiten, die ganzen Probleme mit einer Perspektive zu sehen. Es gibt die irdische Perspektive, es gibt aber auch die biblische, die himmlische Perspektive. Tu mal alles so filtern, in welcher Perspektive blicke ich auf meine Probleme, auf meine Familie, auf diese Zeit. Schau mal, wenn du durch die Woche gehst, in welcher Perspektive du unterwegs bist. Du darfst uns gerne dein Anliegen schicken, wenn du Gebetshilfe brauchst. Die Infos sind eingeblendet und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Und wie schon gesagt, es war letzte Woche Samstag Gebetsnacht. Wenn du nicht dabei warst, du kannst sie immer noch anschauen. Sie ist auf YouTube zum Anschauen oder du bestellst die Medien. DVD, CDs sind auch möglich. Und wir freuen uns, dass du dabei warst und sagen Tschüss, bis bald. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.